Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Aufnahme. Diesmal nochmal zu Bioshock 2, nachdem wir ja jetzt, also zeitblasemäßig, wir sind jetzt zwar noch bei Bioshock 2, das wird aber parallel zu den Bioshock Infinite Hauptspielfolgen kommen und wir haben die Bioshock Infinite DLCs schon hinter uns. Ja, ich hab's halt verkackt. Ich wusste nicht so richtig, wie die DLCs jetzt hier eingebunden sind, dass die als extra sind. Genau, deswegen spielen wir jetzt zwar Bioshock 2, das Story-DLC, aber nachdem wir eigentlich schon die drei gespielt haben. Ich hoffe, dass ich dann keine Spoiler reinschmeiße. Ansonsten muss ich mich entscheiden, das doch dann erst danach laufen zu lassen. Das muss man mal gucken. So, dann gehen wir mal hier hin. Minerva's denn? So, wir starten natürlich. Und wie immer, wir machen Mittel. Rapture. Subject Sigma nähert sich Minervas Death. Er darf den Thinker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen! Einige Zeit später. Kannst du mal... Bin auch ich wieder. Ehrlich. Gut, also, wie das mal wieder typisch ist für Rapture, für die Leute in Rapture, kaum kommt man ihnen in irgendetwas zu nahe, wird alles in die Luft gejagt. Ist ja klar. So, also wir sind jetzt Sigma. Wir sind also nicht mehr Delta aus dem quasi der Hauptcharakter. Spielt das also nach Delta? Weil Delta ist ja am Ende, nachdem gerettet wurde, gestorben. Oder spielt das doch noch irgendwie parallel zu der ganzen Delta-Storyline? Und die wichtige Frage... Oh. Hallo? Bist du Sigma? Kannst du mich hören? Ja. Mein Name ist Porter. Charles Milton Porter. Doc Tenenbaum sagt, du wirst uns helfen, den Thinker aus Rapture fortzubringen. Das wird nicht einfach, aber das ist so bei guten Taten. Du solltest durch eine Luftschleuse reinkommen. Okay. Ach, die Musik schon wieder. Ach, ist das traumhaft. Okay, wir haben also hier wieder ein Adam-Schneckchen. Das ist ja schon mal super. So. Das Minerva's Den, das sieht schon so vom gesamten Konzept her sieht das schon wieder krass aus. So, wir gucken mal. Na? Die Adam-Schnecken, die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ach, schon wieder komplette Zerstörung hier, ja.
Was machen die nur? Oh. Schneckchen. Hallöchen. Das ist kein Catcalling, das ist eine Adam-Schnecke, da kann ich nichts für. So. Okay, da kommen wir nicht lang. Gut, also wir sind ja noch richtig anscheinend. Ach du Scheibenhonig. Minerva Sten, Raptures Technology Center. Okay, anscheinend haben wir hier technologischen Fortschritt in Minerva Sten. Gut, dann schauen wir mal. Müssen wir jetzt hier lang? Höchstwahrscheinlich, ne? Dann würde ich aber nochmal in guter alter Bioshock-Manier außen rumlaufen und nochmal gucken. Siehst du? Da. Die 10 können es manchmal zum Schluss noch sein. Na, komme ich nicht drüber. Na gut. Okay. Texturen, bitte. Hallo? Ah, danke. Texturen hatten Feierabend, waren schon im Urlaub. Schulferien haben angefangen oder so. Gut. Minerva Sten war eine ganze Zeit vom restlichen Rapture abgeschnitten. Aber nicht vom Splicen. Bleib wachsam. Es ist dunkel in Minerva Sten. Aber wenn du das Stromrelais vor Ort resetten kannst, dann kann ich den Saft von hier aus wieder anschalten. Okay. Gut, also wir haben einen Bohrer bei uns. Wir haben jetzt hier diese Karte vor uns. Die ist jetzt noch halbwegs harmlos. Ach du grüne Neune, hier ist ja schon wieder... ist schon wieder einiges los. Ach, es geht ja noch höher. Okay, wir haben also insgesamt drei... Höhen hier dabei, ein bisschen hin und her. Okay, wird könnte spannend werden. Alles klar. So, dann. Okay, wir haben nur den Bohrer und wir haben anscheinend auch nur die Telekinese erstmal. Haben wir wirklich nur die Telekinese? Moment. Oh, wir haben drei Little Sisters hier. Ich muss auch mal kurz gucken. Ja, bitte. So. Abfeuern, genau. Nächstes Plasmid. Okay, wir haben derzeit wirklich nur dieses Plasmid. Gut. Ja, und jetzt ist natürlich noch die Frage, was haben wir noch drin, ne? Erstmal ein Verbandskasten. Das ist schon sehr gut. Zigaretten ist schlecht. Das nehmen wir natürlich mit. Tja, ist jetzt besser da lang. Warte mal. Ne, okay, dann gehen wir erstmal da hinten lang. Ah, jetzt sind wir wieder in komplett zerstörten Rapture. Oh Mann. Es hat sich nichts verändert, oder? Mr. Porter, ich möchte der Erste sein, der Ihnen zur Gründung von Rapture Central Computing gratuliert. Die große Kette wird stetig stärker. Mit jeder Hand, die mit anpackt. Und glücklicherweise ziehen Sie und ich in Sachen Rapture am gleichen Strang. Okay, Ryans Stimme mal wieder. Und Ryan findet was gut. Das kann ja nur bedeuten, dass das dann doch gar nicht so gut ist.
Oh, Geld. Das ist natürlich trotzdem gut. Okay. Wieder alles so düster und dunkel hier unten. Ne? Es ist gut, klar, das Licht ist ja auch gerade aus, aber trotzdem ist es überall ist wieder Wassereinbruch, alles ist kaputt. Es ist halt typisch Rapture, ne? Absolut typisch Rapture. Ist da vorne? Aha. Hallo und willkommen in Minerva's Den, der Heimat von Raptures Hightech-Industrie. Das ist doch ein Roboter da vorne. Das kann kein normaler Splicer sein. Aber schön, ne? Minerva's Den. Und dann haben sie das Mine herausgesagt, also herausgezogen und sagen damit, das ist meins. Verzieh dich von hier. Aber wir können uns natürlich nicht fernhalten davon, ne? Ist klar. So, ja, mal ein bisschen Dollar. Das steht uns gut zu Angesichte. Hier hätten wir wieder einen Schacht. Okay. Bohrertreibstoff, auch immer ganz wichtig. Okay, gut. Was dringt da in Minervas denn ein? Portas neuestes Spielzeug? Nein, er will den Finker für sich. Aber, tja, alter Freund, die Maschine hat mich auserwählt. Ich glaube, der mag uns nicht. Nur so ein Gefühl. Ich würde jetzt mal echt interessieren, was für Plasmide wir noch haben. Also was für Tonika, Tonikum, so, wir Intus haben. Aber wahrscheinlich nicht wirklich was. Eine schöne Vita Chamber. Oh, guck mal. Eine Eve-Spritze. Die war aber schön versteckt dort oben. Donnerwetter. Texturen? Hallo? Texturen haben heute keine Lust in diesem Spiel. Jedenfalls nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt hat sie Lust gehabt. Property of Reed Wall. Oh, Mann. Reed Wall. Er und ich haben Rapture Central Computing gemeinsam gegründet, aber der habgierige Kerl hat mich vor Jahren rausgedrängt. Die Splicer, die Sicherheitsvorkehrungen. Er zieht jetzt die Fäden in Minerva's Den. Schon mitbekommen. Okay, wir können also nicht mal den Sprung. Ich habe jetzt gerade hier lang gehalten gehabt und dann versucht, die Attacke zu machen. Das war ja immer das, wo wir so schön drauf springen konnten im Hauptspiel, aber nope, wollte er nicht. Haben wir also anscheinend auch nicht als Plasmid drin oder als Tonikum, als zusätzliches. Logikschaltung oder... Ja, doch. Logikschaltung, Berechnung, Physik und Mathematik. Eieiei. Haben wir hier wieder ein Genie vor uns, was wieder mal durchgedreht ist, oder... Oder was ist das Problem hier in diesem...
diesem Szenario. So, hier brauchen wir wieder das Blitztonikum. Da können wir jetzt erstmal nicht viel machen. Ja, der Automat scheint auch völlig außer Kraft zu sein. Viel haben wir gerade noch nicht, ne? Ach, der Automat geht nicht. Ein paar Bandagen noch, da müssen wir jetzt wieder Full Heal sein. Jawohl, das sind wir. Porter und ich, wir sind Partner. Aber er treibt Unsinn mit dem Gerät. Die Rechenkapazität des Tinkers ist verdammt nochmal ein Quantensprung, was Geschwindigkeit und Flexibilität betrifft. Okay. In den ruhigeren Stunden habe ich ihn die Ergebnisse von Baseballspielen vorausberechnen lassen. Und er arbeitet ungemein präzise. Wendet man ähnliche Programme auf die Märkte von Rapture an, hat man die Lizenz zum Gelddrucken. Aber Porter, ich habe gehört, wie er den Finker mit Aufnahmen seiner toten Frau gefüttert hat. Der Narr möchte den Finker in einen Menschen verwandeln. Was? Ich kann mir kein traurigeres Schicksal für eine so perfekte Maschine vorstellen. Nennt mich altmodisch, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Also erstens mal, hier drüben lädt schon wieder die Textur wieder nicht nach. Alles andere ringsrum passt, aber das Ding da wieder nicht. Und wir haben eh noch keinen Hacker mit Hackerpfeil. Jetzt also auch nicht wirklich was machen. Schalter gehen auch nicht. Da drüben kommen wir auch nicht lang. Dann können wir jetzt bloß hier hoch, ne? Oder? Können wir hier unten irgendwas reißen? Nope. Hier unten können wir auch nichts reißen. Gut, dann... die Spritze noch mitnehmen? Jawohl. Okay. Was ist ein Ionenlaser? Ist das euer Ernst? Ich glaube, ab jetzt wird's spannend und spaßig. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Gesundheit und sowas. Das kann ja erstmal nie verkehrt sein. Ich glaube, die habe ich sonst nicht durchsucht. So, sehr gut. Die Geräusche hier sind schon wieder sehr vertrauenserweckend. Ich glaube, wenn ich das Ding jetzt hier anschalte... passiert gleich was total Tolles. Oh, warte mal. Was liegt denn da oben? Da lag doch... Moment. Was liegt da oben? Autohackpfeil. Okay. Aber... gut. Jetzt habe ich zwar einen Auto-Hack-Pfeil, aber noch keinen Pfeilwerfer. Also keinen Hack-Pfeilwerfer. Das heißt, ich kann trotzdem nichts machen. Gut, aber wir haben es gesehen. Adleraugen sind am Start. Gut. Und weil wir jetzt dann hier doch auch schon wieder bei genügend Zeit rum sind und hier jetzt bestimmt was ganz, ganz Tolles passieren wird, machen wir mal kurz eine Pause im Sinne einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und... Cheerio!